So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2. Ich gehe mir mal noch ein bisschen weiter runter mit dem Audio. Es war ja doch noch ein bisschen laut das letzte Mal. Weiterhin hier mit dem Headset, ihr hört es raus. Es schlägt gerade ganz schön weit aus. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu laut. Ah, ist immer ganz komisch. Es ist voll merkwürdig, es schlägt in der Anzeige total aus und wenn man es dann anhört, bin ich irgendwie doch wieder verhältnismäßig leise. Ja, gut, letztes Mal haben wir endlos Herausforderungen weitergespielt. Das werden wir jetzt vielleicht auch wieder machen, wenn sich hier nichts getan hat. Twix hat schon gemeint, er wird erstmal nicht mehr dazukommen. Ah ja, Alina hat Swampit neu hochgeladen, hat sie gesagt. Dann spielen wir das schnell nochmal. Man kann es jetzt nicht mehr cheesen. Vermutlich. Oh, Twix hat den Rekord. Nein, diesmal werde ich mir nicht den Rekord holen. Das machen wir nicht nochmal. Das war ganz lustig, ne? Jetzt machen wir es mal richtig. Ohne Tricks. Vielleicht gehen jetzt ja die Tricks auch gar nicht mehr. Wir werden sehen. So. Ah ja, hier musste ich ja. Nein, oh Gott, wie ging das denn? Wie nehme ich die in die Hand? So nehme ich die in die Hand. So. Ich brauche eigentlich nur vier, dann ist der Rest. Ja, jetzt. Nein. Nein. Jetzt passt die Geschichte. Jetzt mache ich einfach drei solche. Vier. Drei. Noch drei Hallöchen. Noch drei. So. Den ziehe ich einfach hier rüber. Und weiter. Wie war jetzt das? Den kann ich einfach zerquetschen und der geht dann auch einfach kaputt. Jawohl. War das gut? Ich war gerade irritiert, weil wofür brauche ich denn dann den Block jetzt noch, wenn der da eh kaputt geht? Da war ich jetzt komplett irritiert. Hä? Na, wirst du wohl den hier liegen lassen? Oh, ich bin überhaupt kein Fan von diesen Blöcken. So. Allgemein bin ich von dem Hammeranzug einfach überhaupt kein Fan, aber das habe ich ja schon mal gesagt. In dem einen Raum, das habe ich gerade nicht verstanden. In dem einen Raum war doch jetzt. Da war doch jetzt der zweite gar nicht da, der eigentlich da ist. Das heißt, es hat jetzt ja gereicht, den hier zu erledigen. Okay. So, ist da noch einer? Hier scheint zwei zu sein, weil da ist ein Pfeil. Na Moment, ich muss. Ach, ich muss ja eh da hoch. Wait, aber wie mache ich denn jetzt dann? Muss ich hier Kisten bauen oder was? Hä? Muss ich auf ihn drauf Kisten bauen? Nein, was tue ich denn? Also der Raum ist komplett anders geworden jetzt, ne? Aber so komme ich nicht hoch. Ich muss jetzt auf ihn. Ah. Okay. Und so geht das dann runter. Ah ja. Gut. Okay. So, den erledige ich halt, wenn er unten ist.
Beziehungsweise macht er das selbst. So, jetzt der Trick. Ich muss den erstmal hier rüberbringen. Dann muss ich den da rüberschieben. Genau, und jetzt komme ich mit ihm nämlich dann da hoch. Und so wäre das eigentlich gedacht gewesen damals. Aber ihr habt ja gesehen, dass ich es anders gemacht hatte. Okay, das kann man nicht mehr austricksen. Jetzt kommen noch die zwei hier. Und da es ja aber hier eh Millionen Paus gibt, haut man die halt einfach raus. Bis dann endlich mal alle weg sind. Naja, wo sind sie denn? Ach, müssen die erst einmal... Muss ich die erst einmal gesehen haben? Hä? Die sterben nicht. Bin ich doof? Ah ja. Warum auch immer. Weiß ich gerade nicht, woran das liegt. Aber das ist dann das. Okay. Hat gerade nicht verstanden, was ich da jetzt... Warum die jetzt nicht... Aber ich glaube, jetzt kann man nichts mehr tricksen. Ich wüsste nicht, was man jetzt noch tricksen kann. Wüsste ich echt nicht. Gut. Am Stück jetzt eine Zeit aufstellen, ist mir jetzt nicht so mein Anliegen. Um ehrlich zu sein. Okay. Haben wir hier noch unseren Rekord? Jawohl, der ist noch da. Sehr schön. Gut. Gucken wir mal wieder bei beliebt rein. Ich denke, da ist mittlerweile auch ein paar neues Zeug dazu gekommen. Do you have good reflexes? Nein! Mann! You will have to think fast. Are you ready? Okay, let's go. Aber es haben viele geschafft, ne? 22%. Kann dann nicht so schwierig sein. Ach so. Okay. Ich verstehe. Das sind also immer so kleine Zwischenräume. Und da muss man schnell reagieren. Ah ja. Okay. Verstanden. Ach Gott. Okay. Okay. Hä? Hört, der ist nach links getrimmt. Okay, viel Spaß dabei. Ah! Okay, nein! Es lag nicht an den Reflexen, es lag daran, dass ich nicht abschätzen konnte, wie weit ich nach rechts laufen muss. Mist. Großer Mist. Okay, jetzt weiß ich's. Zack. So. Und dann geht's hier hinten hoch. Warum man da die Wand eingebaut hat, weil... Achso, damit ich da nicht ausweichen kann. Hallöchen. Okay. Ach, schade. Ich wollte gerade sagen, das macht echt Spaß. Und dann ist vorbei. Warum ist denn da noch mal eine Fahne am Schluss? Hä? Warum ist denn da noch mal eine Fahne am Schluss? Okay. 19 Sekunden ist auch schon wieder krass. 19 Sekunden. Wie weit kommen wir daran? Dass wir den nicht schaffen, ist mir klar. Aber ich will mal gucken, wie schnell ich sein kann. Ist ja nun nichts Schwieriges gewesen. Ach, okay, nein, wir lassen das. Ich bin schon wieder zu doof und kann mir keine Räume merken. Mario-vania, use the map. Metroidvania-like level, shortcut via secret route. Two checkpoints. Metroidvania-like... Okay.
von Trillip, ein Deutscher. Okay. Da oben ist eine Karte. Ah, und der hat das so eingebaut, dass das da oben wie ein Dings wirkt. Wie ein. Wie die Statusleiste halt. Als ob das da hingehört. Lol. Ach, das heißt, wenn wir Metroid spielen, sind das lauter so kleine Räume. Ich geh jetzt mal hier rein. Und jetzt müsste der rote Punkt da oben. Oh mein Gott! Das ist ja super cool. Das ist ja wirklich wie Metroid. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier nach links zu rechts zu gehen oder nach links zu gehen. Huch. Ist hier vielleicht die Secret-Route? Nee, im Moment kann ich da nichts machen. Aber das sind zwei Blöcke gewesen. Jetzt gehen wir mal hier rein. Jetzt geht's eins nach rechts da oben. Sick. Hier geht's nicht wahr. Oh mein Gott, das ist wirklich wie Metroid. Nur dass jetzt halt die Musik auch. Jetzt müsste es Custom Metroid Musik geben. Das ist alles, was noch fehlt. Das ist ja großartig gemacht. Das ist ja super gut. Hier komme ich nicht weiter. Ich kann also nur nach oben. Und dann kriege ich da oben links wahrscheinlich gleich mein erstes Item. Was ja der Pilz sein muss, offensichtlich. Ja gut, krieg ich nicht von einer Statue, aber ist egal. Null. Oh mein Gott, ist das gut. Okay, aber hier komme ich nicht rein. Aber der Weg da unten ist nicht. Ist von keiner anderen Seite ist der betretbar. Ach so, es gibt ja aber. Vielleicht kriege ich noch den Stachelpanzer. Nicht den Stachel, den Skelettpanzer. Mit dem könnte ich dann da stampfen. Wie machen wir das denn jetzt? Kriege ich die tot? Yes. Na, ich muss ja hier drüben am Ende weiterkommen jetzt erstmal. Zack. So. Problem ist natürlich anders als bei Metroid. Wait, muss ich mich jetzt treffen lassen? Hä? Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich habe es nicht mehr bis zum Checkpoint geschafft. Okay. Ist das Einbildung? Aus der Röhre hier kommt kein Pilz raus. Oh. Oh. Aua. Ich hole mir lieber meinen Pilz wieder. Ah, das. Es gibt also auch versteckte. Ja gut, es ist wie Metroid. Es gibt also auch versteckte Räume. Sick. Jetzt sind wir hier unten. Ach cool. Okay. Da ist mein Checkpoint. Huch, und jetzt bekomme ich eine Feuerblume. Oh, okay. Dann musste ich hier rein. Jetzt komme ich hier raus. Mit einer Feuerblume diesmal. Dann musste ich da rein. Und jetzt muss ich den Weg da drüben nicht weitergehen, sondern jetzt kann ich hier die aufschießen. Das ist ja sick.
jetzt bekomme ich... Ich sag's... Ne, aber jetzt brauche ich den ja gar nicht. Mehr. Ah, jetzt kann ich hier rüber. Aber wie soll man denn das mit dem Pilz? Das ist ja... Das war ja purer Zufall, dass mir das aufgefallen ist. Gab es da einen Hinweis darauf? Außer, dass da kein Dings rauskam? Okay, dafür brauche ich so eine Kugelblume. Oh, das ist die Karte in Fertig. Ja, wir sind genau, wir haben, ich würde jetzt mit der Maus hier da rumfahren, aber ich kann euch das nicht zeigen, blöderweise. Aber hier, da wo ich jetzt bin, da war unser Startpunkt, dann sind wir runter. Hier drüben war der Pilz. Da ist der Bonus. Damit kommen wir hier zu der Blume. Aber es hätte einen anderen Weg zu der Blume geben müssen, wenn man den Bonus hier nicht findet. Das weiß man ja vorher nicht. Und hier ist auch nochmal ein Bonusraum. Hier unten drunter. Gut, aber jetzt erstmal hier kriege ich meine Kugelblume. Ist da jede Röhre auch betretbar? Ja, scheint so. Nee, aber der ist sogar eingezeichnet, der zweite Fragezeichen-Block-Dings. Also der da unten unter mir jetzt. Das ist ja auch interessant. So, aber jetzt kann ich hier... Ach, die geht gar nicht kaputt mit Stampfattacke. Ja, was... Ach so, dafür habe ich jetzt hier den P-Switch. Ja. Och, das... Okay, ich wollte gerade sagen, das wird nervig. Aber ist okay. Und jetzt komme ich hier unten hin. Ah, und jetzt kriege ich den großen Pilz. Aber mit dem... Ach so, jetzt... Ich weiß, am Anfang, am Eingangsbereich kann ich jetzt die Dinger kaputt machen. Am Eingangsbereich kann ich jetzt die Dinger kaputt machen. Hier, die da. Genau. Nein! So. Und dann ist hier das Ende. Oder halt zumindest... Ne, ist noch kein Ende. Ha! Ach so! Das habe ich... habe ich nicht gesehen, dass da die Fahne ist. Okay. Das ist ja super gut. Aber jetzt will ich mal der Sache auf den Grund gehen. Shortcut via Secret Route. Wo ist die Secret-Route? Er kann ja schlecht irgendwas so wie in Metroid durchlässig gemacht haben. Das gibt's ja nicht. Na, also das kann's ja eigentlich nicht geben. Das kann er ja hier im Mario Maker nicht gemacht haben. Alles, was ich sehe, ist auch da. Irritieren diese Blöcke hier noch, aber da kann ja auch nichts sein. Nur, dass hier eine versteckte Röhre ist oder sowas, das kann ja alles nicht sein. Weil das hätten wir ja, wüssten wir ja dann. Und hier komme ich auch nicht anders rein. Na, hier komme ich auch nicht weiter. Also ich muss am Anfang, denke ich, schon den Pilzweg gehen. Hier vielleicht. Aber es kann in der Wand nichts sein. Das ist... Das wäre möglich sogar, wenn es jetzt eine Art, shit. Das war knapp. Nee, hier kann auch nichts sein. Ach! Normalerweise geht man hier hoch mit dem Pilz und dann bekommt man auch die Blume. Das heißt, die Secret-Route ist hier nach unten zur Blume. Das ist die Secret-Route. Ach so!
Das hier überspringt man. Diesen Rückweg hier überspringt man. Das hier ist die Secret-Route und diesen Rückweg überspringt man. Das ist alles. Ah. Ah, hier komme ich nämlich sowieso eigentlich runter. Das habe ich nicht gesehen. Deswegen habe ich von gehangen. Eigentlich hat man hier den Pilz und geht dann so hier rein. Na, zur Blume runter. Und dann ist alles wie vorhin auch. Ah, okay. Dann haben wir alles gefunden. Alles klar. Ich dachte, es gibt irgendwie einen mega Secret Weg. Das ist der Secret Weg gewesen. Und das würde man verraten bekommen in dem Raum, wo die Karte komplett ist. Das sind diese Fragezeichenblöcke unten. Richtig coole Idee. Episch. Richtig episch. So. Spielen wir noch einen kurzen Slider? Komm, wir spielen noch einen kurzen Slider. Weil die Sache ist, aufgrund der... Oh, der ist nicht... Oh, der ist nicht kurz. Oh, verdammt! Aufgrund der Sache mit dem Internet-Upload hier würde ich gerne den Part wirklich kurz halten. Ich habe gestern schon wieder die ganze Nacht hochgeladen und dann früh war es immer noch nicht fertig. Hab da aber auf Twitter drüber geschrieben. Aber 10% hatte der, ne? Was denn da los? Ist der so schwierig? Oder vertrauen die Leute einfach nur nicht dem Kurs? Ike! Ah, Mist. Ich hoffe, ich brauche die Blume nicht. Ach, solche Level sind einfach lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wow! Oh nein! Oh, das war ärgerlich. Das war ärgerlich. Warte. Ich mach denselben Fehler wie vorhin. Aber diesmal sind wir groß, selbst wenn es jetzt nicht funktioniert mit dem Sprung. Ah, diesmal hat es funktioniert, weil ich es jetzt wusste. Ah ja, es ist schon ein bisschen schwieriger, so ein normaler Slider. Aber das ist cool. Last. Wie last? Ach, da ist eine Röhre. Oh Mann. Oh. Okay. Ach so, jetzt ist der... Der Gegner ist der Boden jetzt. Wenn ich nicht rechtzeitig springe, dann versaue ich's. Dann falle ich runter. Nice. Das war cool. Also die 10% sind nicht gerechtfertigt. Das hätte man schneller schaffen können. Cooles Level. Sehr schön. Haben wir noch was Kurzes? Get Alive Part 2. Das war lustig, ne? Das war das mit dem, dass man ein Leben bekommen soll und alle anderen sind kaputt gegangen. Ach komm, ja, das war lustig. Das gehört zu uns dazu. Das spielen wir nochmal. Also, wir spielen den zweiten Teil. Das war lustig. Vielleicht hat er sich wieder coole Ideen ausgedacht. Ja, ja, ein One-Up-Pilz. So, das Leben kriege ich nicht, das Leben kriege ich nicht. Kriege ich alles nicht, das kriege ich auch nicht. Das kriege ich auch nicht. Davon kriege ich auch natürlich keins. Alle weg. RIP. Okay, warum kriege ich dieses nicht? Fällt es einfach nicht runter? Oh. Ach, weil es eine...
Ah, sehr schön. Und da waren Dings drin. Ob man den umgehen kann, ich glaube nicht. Und von der Seite ist wahrscheinlich auch einer drin. Der hier, ja. Nee, kann ich nicht umgehen. Ah, ich mag diese Art von Comedy ist cool. Und bevor jetzt der kommt, wird einer ausgelöst, natürlich. Aber schon riskant nah dran, ne? Und den kriege ich einfach nicht. Ich komme einfach nicht schnell genug hinterher. Es ist so gut. Es ist so gut. Warum kriege ich den nicht? Was geht da schief? Ach so, da... da ist eine Platte drin. Jetzt sehe ich die Platte auch, ja. Ei. Ah, dann mir einfach nach oben gehauen. Frech. So, da ist ein anderer... Da ist was dahinter... Ja. Ich wollte gerade sagen, da ist was dahinter, deswegen kriege ich den nicht. Ihr seid so gemein, ne? Ach, Mensch. Oh, ich mag diese... Das ist halt, wie gesagt, das ist einmal super lustig. Zweites Mal dann nicht mehr so. Dann ist es einfach lustig, es bei anderen zu sehen. Aber ich mag die Ideen sehr. Das ist wirklich cool gemacht. So, das ist garantiert nicht diese Tür. Das ist garantiert nicht die Tür da oben. Es ist... Okay, was passiert jetzt? Wegen Dämon off. Alles klar. Hier kommt natürlich kein Leben raus. Da oben komme ich nicht ran. Okay, das ist jetzt wieder das Leben, was ich bekommen kann. Alle anderen kriege ich einfach auch nicht. Ja, dann haben wir es geschafft, okay. Ja, das ist das einzige Leben, was ich bekommen kann. Dann ist das das Zielleben. Okay. Diesmal nicht! Doch, ich dachte schon. Es wäre echt komisch gewesen. Ich war noch nicht bereit zu resetten. Es wäre echt komisch gewesen. Es wäre wirklich merkwürdig gewesen. Sehr, sehr coole Idee. Großer Fan. Großer Fan von diesen Leveln. Sehr schön. Das haben wir gespielt. Nee, das haben wir nicht gespielt. Das ist Revenge of the One-Up. Was ist das denn? End of Series. Ach, das ist nach Part 2. Ist das jetzt die Rache der Leben? Okay. Dann müssen wir das doch noch auch noch hier anschauen. Ah, die kommen jetzt alle raus, ja? Ah, lass mich in Ruhe. Die werden gleich alle befreien. Ja. Lass mich in Ruhe. Ist es jetzt andersrum? Die kommen einfach nicht an mich ran. Immer wenn ich denke, die kriegen mich, kommen sie nicht an mich ran. Ist es jetzt so rum? Ja, okay, alles klar. Gut, dann werde ich jetzt niemals Angst haben, weil die können mich ja nicht bekommen. Ja, die kriegen mich einfach nicht. Bin gespannt, wann ich mich so doof anstelle, dass sie mich doch noch bekommen. Nope. Oh, kommt der da raus? Oh, der kommt da raus. Der hätte mich jetzt theoretisch kriegen. Oh mein Gott. Ah, ich... ich dachte gerade. Ja, alles klar. Es ist ein bisschen mehr creepy, das ganze Ding hier. Okay, jetzt muss ich mich wirklich anstrengen. Nein, lass mich in Ruhe.
Uff. Nice. Nice. Nice, nice, nice. Sehr schön. Tolle Ideen, weiterhin. Mit ein bisschen Action am Ende sogar. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Kann man anbieten. Gut. Haben wir noch irgendwas wahnsinnig Spannendes? Ich glaube nicht. Ich scroll mal kurz durch, aber... Das klingt natürlich... Undertale-Finale klingt auch interessant. Ist aber nur die Musik, ne? Anscheinend. Wenn es die Musik ist, dann gut, dann... Ach, guck mal, Think Fast 2 gibt es auch. Vielleicht spielen wir das beim nächsten Mal. Ah, es gibt schon wieder so viel, was man spielen könnte. Verdammter Mist. Komm, dann hören wir uns jetzt noch Undertale Finale an und dann gehen wir. Gegen Flowey. Gegen Omega Flowey. Das ist ein krankes Lied gewesen. Bin jetzt aber schon gespannt, wie gut das gemacht wurde. Ah, ich werde selber gefahren, okay. Naja. Klingt mit den Instrumenten nicht ganz so. Bisschen durcheinander alles, ne? Man hört die Melodie schon raus, aber ist ein bisschen durcheinander. So ein paar Sachen klingen einfach, als würden sie nicht da reingehört. Ich weiß es nicht. Kann es nicht ganz erklären. Aber gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.